Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Immersion C4. Diesmal mit der Dorf Germersheim Modifikation. Ja. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Und da haben wir auch schon den ersten Einsatz. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Eine Nahrungsmittelvergiftung. Ich schick mal RTW und Notarzt. Weil bis die da sind, ist die Patientin wahrscheinlich schon unter Nordheim zum Einsatz. Nordheim zum unter, Einsatz. Ja, keine Ahnung. Ich sag jetzt mal so, da ist die Patientin so instabil, dass sie nur noch von einem Notarzt betreut werden kann. Der Rotkreuz-Germersheim 71-1 zum Notfalleinsatz. Der Rotkreuz-Germersheim 71-1 zum Notfalleinsatz. So. Der Germersheim 71-1 ist besetzt. Fährt gleich raus. Funkstelle. Funkstelle Datenübertragung. Der Notarzt ist auch schon da. Beziehungsweise er kommt jetzt auf die Karte und macht es einmal quer über die Karte. Das könnte eine Weile dauern. Deswegen habe ich den gleich mitgeschickt. So, der 71-1 ist eingetroffen. Patient wird behandelt, anstatt einfach da lang zu gehen, aber naja. Patient wird behandelt. Ich finde die, was ist das hier? Sandkuhle ist das, glaube ich, oder so. Oder irgendwie was zum Abbauen. Schätze ich mal. Ich finde das sehr gut gemacht. Auch mit dem kleinen Teich hier. Ich weiß nur nicht, ob ich aus dem Teich auch Wasser holen kann. Mit der TS. Weil es hier brennt das halt nicht so oft. Und wenn es brennt, dann habe ich hier einen Hydranten. Dann brauche ich jetzt nicht von da unten irgendwie Wasser zu holen. Was, glaube ich, sowieso nicht so gut funktionieren würde. Notarzt ist da. Was gibt's? Fahrzeug 24. Notarzt steigt aus, holt sich einen Rettungsrucksack. Los geht's. Und fängt an zu behandeln. So, damit das alles ein bisschen schneller geht. Einmal schnell behandeln. Na, das war eine Nahrungsmittelvergiftung. Hat sie wohl was Falsches gegessen? Ich weiß ja nicht, ob da drin eine Kantine ist. Ich schätze mal, das ist so ein Aufenthaltsraum oder so ein Bürotrakt für die Mitarbeiter. Was gibt's? So, Rettungsassistent einsteigen, Notarzt einsteigen. Fahrzeug 24. Status 1 einrücken. Einmal einsteigen. Fahrzeug 33 hört. So, damit das alles ein bisschen schneller geht, spule ich die Zeit wieder vor, weil wir haben ja nicht ewig Zeit.
Ich finde die Map an sich auch ganz geil gemacht. Mhm. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? War das hier? Nee. Ich suche gerade das Sägewerk. Da ist das Sägewerk. Also wenn das hier brennt, dann kann es sein, dass man einen Großbrand kriegt. Ne? So, ich warte mal, dass der Einsatz abgeschlossen wird. Also ich hatte hier auch schon ein, zwei größere Brände. Da hat das von hier bis hier gebrannt. Das konnte ich zum Glück halten. Und dann hat es hier auch noch ein bisschen angefangen. Das habe ich dann auch ausgemacht und konnte das danach auch halten. Aber das war extrem schwer, den Scheiß hier zu halten. Da musst du wirklich die ganze Zeit aufpassen, dass sie nicht irgendwas anderes löschen oder kühlen, sondern nur das. Ne? Das Doofe war ja, dass der Wald dann auch noch angefangen hat. Da muss ich dann auch noch mal Leute hinschicken. Dann habe ich hier ein bisschen was weggenommen. Habe ich von hier einen Löschangriff aufgebaut, weil ich ja Wasser entnehmen kann aus dem Fluss. Ja. Achtung, ein Brandausbruch wurde ein gemeldet. Ein Brandausbruch wurde gemeldet. Wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst. Löschen Sie die Brände. B1, Brand 1, Einsatz für die Feuerwehr Beringshausen. Hier brennt ein Schirm. Zwei Personen befinden sich im Gefahrenbereich. Die Leitstelle Nordrhein mit Einsatz für die Feuerwehr Beringshausen. Bei der Leitstelle melden. Die Leitstelle Nordrhein mit Einsatz Feuerwehr Beringshausen. Bei der Leitstelle melden. Die sehen das Feuer und denken sich so, oh geil, Feuer. Feuer, Feuer. So. Dann warten wir mal, bis die Freiwillige Feuerwehr Beringshausen ihr Fahrzeug besetzt hat. Hoffentlich mit ein paar mehr Mann als zwei. Ja, ja. Weil normalerweise, das wird ja alles... Alarm angekommen. Verstanden. Oh, fast voll besetzt. Das klingt doch gut. Vor allem, es ist ja so, dass die Feuerwehr die doppelte Anzahl an Mitgliedern haben muss, was sie an Plätzen in den Fahrzeugen hat. Das heißt, sie muss, diese Feuerwehr muss mindestens 12 Leute haben. Also wenn ich da jetzt falsch liege, ich habe das mal so gehört, wenn ich da falsch liege, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber ich meine, das ist so. Ne? Dass sie die doppelte Anzahl an Plätzen in den Fahrzeugen haben muss. Fahrzeug 34 hört. So, Gruppenführer geht einmal zur Lageerkundung vor. Ja. Du holst den Schlauch. Du holst die Tragkraftspritze. Was gibt's? Du holst noch den Schlauch. Kein Problem. Feuer hat sich leicht ausgebreitet. Der Grill brennt. Super. Ja. Du gehst vor. Was gibt's? Nein, wir machen das über die Pumpe. Bin unterwegs. Was gibt's? Person loslassen. Was geht auf dem Weg? Fahrzeug 34 hört. Leitstelle Nordheim für Florian Beringshausen 441. Ja, erste Lage brennt. Ja. Sonnenschirm 1C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Die TS wieder einpacken. Ja, wird gemacht. Wird umgehend durchgeführt. Ja. Bin unterwegs. Gruppenführer kann auch wieder einsteigen. Fahrzeug 34.
30 hört. Fahrzeug. Status 1 einrücken. Fahrzeug 34 hört. Hier benutzen Sie ja den Digitalfunk. Meine ich. Ne? Auch mit der Datenübertragung, das geht alles digital. Weil bei uns heißt es zum Beispiel, da ist es nicht das, also die Gemeinde von der Feuerwehr, sondern halt der Kreis. Ne? Bei uns ist es der Kreis. Wir haben zwar auch Digitalfunk, aber wir haben das nicht so umgestellt. So. Dann wollen wir mal gucken, dass weitere Einsätze reinkommen. Damit das hier auch flott weitergeht. Achtung, Brandausbruch. Brandausbruch. Ursache offenes Licht und Feuer. Löschen Sie alle Brände. Brandausbruch, ja? in einer Papierverwertung? Höre. Nicht so cool. Feueralarm in einer Papierverwertung. Da wird schon mal B3 ausgelöst. Hier Leitstelle Nordheim mit Alarm für die Feuerwehr Rüttling. Stellen Sie das Bereitschaft her. Fahrzeug 39 hört. Fahrzeug 3. Hier Leitstelle Nordheim mit Einsatz für die FF Heidhouse. Stellen Sie als Bereitschaft her. Ich wiederhole, Einsatz für die FF Heidhouse. Stellen Sie als Bereitschaft her. Bin unterwegs. So, ich versuche jetzt hier. Jetzt fahr doch einfach, bitte. Alarm für die Feuerwehr Beringshausen. Über Funk bei der Leitstelle melden. Ich versuche jetzt hier ein wenig was zu retten. Überfunk bei der Leitstelle. Na, das kann ich ja. Mit diesem Radlader. Dass ich hier so eine kleine Schneise reinbaue, damit sich das Feuer nicht massiv ausbreiten kann. Leitstelle von Florenheithaus 401. Leitstelle Nordheim hört. Alarm angekommen, in Kürze Auffahrt. Fahrzeug 17 hört. Verstanden. Bin unterwegs. Fahrzeug 3. So, jetzt muss ich mich einmal um die ums Aufbauen der Brandbekämpfung kümmern. Schon unterwegs. Fahrzeug 17 hört. Gut, die sind fast komplett besetzt. Ja? Können die Atemschutz anlegen? Nee, ne? Oder haben sie auf ihre kleinen Tragkraftspritze da Atemschutz? Nee. Was gut. Gibt's? Du holst einen Schlauch. Du holst eine Pumpe. Was gibt's? Du holst den Schlauch, du schließt hier an. Kein Problem. Läufst dann in den Hof rein. Ja? Na? Du setzt die Pumpe hier. Heidhaus ist schon eingetroffen. Schließ mal an die Pumpe an. Du holst einen Schlauch und du holst einen Schlauch. Du bist Gruppenführer, du machst gar nichts. Du holst einen Schlauch. Ja, auf dem Weg. Du setzt einen Verteiler. Höre. Ich bin unterwegs. Du gehst an die Pumpe. Und wo kommen die? Von da. 34 hört. Auf dem Weg. Unterwegs. Ja.
Feuer ist aus. Einsatzkräfte können wieder einrücken. Uetlinghausen hat das Feuer unter Kontrolle. Fahrzeug 6. Alle anfahrenden Kräfte können wieder einrücken. Fahrzeug 19. Das ist der KBM. Naja, der Kreisbrandmeister. Der bleibt mal hier. Fahrzeug 19 hört. Falls dieses Feuer doch noch mal wieder größer ausbreiten sollte, tut es aber nicht. Höre, bestätige. Höre, alles klar. Schon unterwegs. Gut. Bestätige. Ja, dann haben wir ein Feuer in der Recyclingfabrik verhindert. Wird ausgeführt. Bin unterwegs. Nee, nicht anschließen. Du sollst nicht anschließen. Das wollte ich nicht. Auf dem Weg. Ey. Wird gemacht. Was gibt's? Du kannst einsteigen. Ihr könnt einsteigen. Ja? Du kannst die Pumpe wieder draufpacken. Und du kannst auch einsteigen. 19 hört. So, ist jetzt alles bis auf Dings wieder einsatzbereit? Ja, wunderbar. Fahrzeug 39 hört. Ist der Radlader wieder nicht? Achtung, Verkehrsunfall. Ja? Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. Okay, Status 1, Status 1. Beziehungsweise du kannst auch nochmal einsteigen. Dann haben wir hier einen Verkehrsunfall. Da wird wahrscheinlich Heidhaus alarmiert. Haben die die Sirene an? Die Sirene ist an, wunderbar. Dann haben wir hier einen Person klemmt, Alarmperson eingeklemmt. Ich bin am überlegen, soll ich einen VU1 auslösen? Ich löse mal einen VU1 aus. Weil bis jetzt habe ich nur Person klemmt immer genommen, weil es ja auch stimmte, dass die Person klemmt. Fahrzeug 17 hört. Ja, du sollst auch darum laufen. Einsatz für die FF Heidhaus. Stellen Sie also das Bereitschaft her. Ich wiederhole, Einsatz für die FF Heidhaus. Stellen Sie also das Bereitschaft her. Na, wird Ödling auch alarmiert, weil sie in der Nähe sind? Oh, nein, nee. Glaube ich nicht. Heidhaus hat ja an sich alles, was sie brauchen. Fahrzeug 32 hört. Höre. Achso, gut. Ach ja, ich sollte vielleicht auch mal einen Rettungsdienst und so alarmieren, fällt mir gerade auf. Ich war noch gar nicht fertig mit alarmieren. Notheim 76-1 zum Notfalleinsatz. Notheim 76-1 zum Notfalleinsatz. Die Leitung Telefonfahrer Heidhaus 41. Leitstelle Notheim hört. Alarm angekommen, Grenzauffahrt. Oh, die sind ja fast voll besetzt. Verstanden. Da fehlen ja noch drei Leute. Wir haben es am 71-1 zum Notfalleinsatz. Und ausrücken. Die rücken nicht aus? Nein, tun sie nicht. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich nachalarmieren würde. Aber hier ist ja, glaube ich, ein Rüstsatz mit drauf. Das heißt, ich muss nicht nachalarmieren. Ja? Alarm VU1, Alarm VU2. Personenwohnung. B4, B3. Ich weiß nicht, VU1 kann doch sein, dass es nur ein Fahrzeug ist und VU2 sind dann mehrere, was auch immer dann Person eingeklemmt ist. Fahrzeug 14 auf dem Wert. Gruppenführer guckt sich einmal das Auto an. Es ist eine Person eingeklemmt. Okay, eine Person ist eingeklemmt. Das heißt, Sicherungsmaterial wird vom Fahrzeug genommen. Die Schere wird vom Fahrzeug genommen. Aber ich kann erst schneiden, wenn die Jungs vom Rettungsdienst hier sind und sich das mal angeguckt haben. Was gibt's? Aber ich kann das Fahrzeug ja schon mal absichern.
Fahrzeug gesichert? Der Rotkreuzteil am 71-1 zum Notfalleinsatz. Ja? Ich wiederhole Detail am 71-1 zum Notfalleinsatz. Ich sehe kein Sicherungsmaterial. Naja. Schon unterwegs. Wird schon richtig sein. Fahrzeug 50. Auf dem Weg. Hört. Fahrzeug 8. Ja, ja, Rettungswagen ist da. Notarzt ist bereits auf dem Weg. Aber Rettungswagen kann sich das ja auch schon mal angucken. Fahrzeug 50. Hört. Du kannst dir den mal angucken. Du holst die Trage raus. Nee, hä? Okay, dann holst du dir doch den. Schon unterwegs. Ist okay. Ja? Lass mich mal gleich schneiden. Alles klar. Ja? Dann holst du die Trage. So, Pol ist auf dem Weg. Ich brauche hier Hilfe. Ja? An der Schere. Blitzeinschlag. Blitzeinschlag? Prüfen Sie, ob Personen verletzt wurden oder Brände ausgebrochen sind. Und kümmern Sie sich. Er rennt weg! Ah, ein Notarzt. Ein wild gewordener Notarzt. Okay, wir haben hier einen Blitzeinschlag. Und wie das aussieht, brennt das da auch. Blitzeinschlag. Oh, das brennt da sogar. Das wird da wahrscheinlich ziemlich massiv brennen. Erstmal wird auf B2 alarmiert. Weil es eine. Ach, scheiß drauf, B3. Großalarm. Fahrzeug 24 hört. Was gibt's? Habe ich jetzt B3 alarmiert oder nicht? Will irgendwie. Ja? Alarm für die FF Ödling. Nice. Fahrzeug 42 hört. Beringshausen, Ödling. Einsatz für die Feuerwehr Ödling. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Was gibt's? Wird gemacht. Wird gemacht. Höre. Ist in Arbeit. Ach, jetzt wird nur Ödling alarmiert, oder was? Die Leitstelle Nordheim mit Einsatz für die Feuerwehr Beringshausen. Beide Leitstellen melden. Die Leitstelle Nordheim mit Einsatz Feuerwehr Beringshausen. Beide Leitstellen melden. Fahrzeug 14 hört. Wird umgehend durchgeführt. So, die Feuerwehr muss weiter. Schon unterwegs. Fahrzeug 14 hört. Die werden nämlich bei einem Blitzeinschlag gebraucht. Fahrzeug ist unterwegs. Und dann wollen wir noch einen Abschlepper. Fahrzeug steht zur Verfügung. Das ist wunderbar. 22 ab. Hier brennt die Scheune brennt. Die Leitstelle von Florian Beringshausen 441. Hier Leitstelle. Alarm angekommen, in kürzer Auffahrt. Verstanden. Gut, von wo hole ich Wasser? Entweder vom Teich? Wie, das Feuer ist aus? Was? Das hat doch so gut gebrannt, was soll denn der Scheiß jetzt? Höre. Ja, Feuer hatte keinen Bock mehr, Feuer ist aus. Was gibt's, wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 50, was hört? Wird umgehend Fahrzeug 50 hört. Fahrzeug 24 hört. Fahrzeug 50 hört. Ab ins Krankenhaus. Pol kann auch wieder einrücken. Beziehungsweise Streife fahren. Fahrzeug 17 hört. Florian Nordheim von Florian Ödling. 11-1. Ja, Feuer ist aufgrund von Masse erloschen. Einsatzstelle wird an Eigentümer übergeben. Die Feuerwehr rückt ein. Fahrzeug 14 hört. Fahrzeug 34 hört. Hier Leitstelle Nordheim an alle eingesetzten Kräfte. Fehlalarm. Alle eingesetzten Kräfte können einrücken. Gut, Fehlalarm ist es nicht, aber das war jetzt das Beste, was mir dazu einfiel.
So viele rote Punkte. Hm. Und rückt auch noch einer an, der Fahrzeug kann auch wieder einfangen. So, jetzt brauchen wir noch ein Abschleppauto. Komisch, der zeigt kein Sicherungsmaterial an. Naja, egal. So. Abschleppwagen ist auch da. Kann das Fahrzeug einmal aufnehmen. Fahrzeug 10, bin unterwegs. Gut, dann spule ich mal ein bisschen vor, dass das hier alles ein bisschen schneller geht. Vielleicht kriegen wir noch einen Großbrand. Vielleicht brennt auch hier der halbe Wald ab. Dann habe ich ein riesiges Problem, wenn hier der halbe Wald abbrennt. Gott. Wenn hier ein Baum brennt und sich das massiv ausbreitet, dann ist die halbe Karte betroffen. Ach du Scheiße. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Person liegt dort. RTW ist auf dem Weg. Sind die schon wieder drin? Ja, die sind schon wieder drin. Werden wieder rausgerufen. Gerade wieder da. Zum Notfalleinsatz. Sitzen sogar noch im Auto. Gerade wieder da. Gleich den nächsten Einsatz. Die scheint beim was sind das? Weintrauben sind das, glaube ich. Ja, das sollen, glaube ich, Weintrauben sein. Scheint beim Weintrauben flöten zu sein. Ist wohl nicht für jeden was. Ja.